So, wunderbar, sieht gut aus. Ja. Positionslampen gehen alle. Plan ist straff gespannt. Schlüssel sitzen. Wunderbar. Ja, das sieht doch gut aus. Suchmaschine sitzt auch alles. Wunderbar. Schön. So sieht's gut aus. So, würde ich sagen, hocken wir uns rein. Schön. Und einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Dieselfreunde. Ja, wir haben gleich zwei Novi, sagt man, glaube ich, in der Mehrzahl im Plural. Zum Novum. Ich kann auch die Warnblinker wieder ausmachen. Und gerade meine Haus- und Hofrunde hier beendet. Wir sind östlich von München und machen jetzt noch die letzten Meter. 207 Kilometer haben wir noch. Ihr seht, mein Griff geht runter zu so etwas wie ein Schalthebel. Ja. Okay, das muss ich erst noch kurz konfigurieren. So, ich habe es mal kurz eingestellt. Ich hoffe, es ist richtig. Ansonsten mache ich noch mal kurz einen Break. Machen das hier nicht zusammen, weil ich glaube, das bringt viele Leute durcheinander immer. So. Ich habe mal die. Ich versuche mal die Telligent-Schaltung. Von Actros MP3 zu simulieren. Das geht ja, weil wir können ja im Menü teilintelligente sequentielle Schaltung einstellen. Der MP3, und da hatte mich der Simon darauf hingewiesen von muss ich drauf achten. Simon Trucking Welt, glaube ich, ein YouTube-Kanal. Und für solche Hinweise bin ich sehr dankbar, dass wir beim MP3 das Telligent PowerShift 2-12 haben. Und ich bin mal gespannt, wo ich jetzt zum Verbrauch hinkomme. Für solche Tipps bin ich super dankbar. Wir wollen es ja hier auch versuchen, so realistisch wie möglich darzustellen. Auch wenn ich den Automatikmodus beim Actros vorher sehr gemocht hatte. Ich habe es auf Eco eingestellt. Da fehlt mir noch eine Taste, das einzustellen, denn wir haben hier vorne tatsächlich beim MP3 im Armaturenbrett, ich glaube, neben der Stopptaste, also hier, auch die Möglichkeit, diese Eco-Modi einzustellen, also Power-Modi. Und das wäre noch schön, wenn wir das hier mitmachen können. In allen LKWs ist das ja möglich, also einen moderneren LKWs, würde man auch mal sagen, der 2000er Jahre. Und das wäre natürlich noch schön, wenn du das im Game auch mit einstellen könntest. Darüber hinaus habe ich auch den Drive Torque des Torque Shafts nochmal ein bisschen hochgestellt. Oh, wir sind viel zu schnell. Viel zu schnell. So, 80 wollen wir nämlich fahren. Sehe ich nur so ein hässliches Fenster da oben. Auch mit den Spiegeln. Dass es einfach ein bisschen simulationsnäher kommt. Zur Not mache ich das bis auf 100%. Ich weiß noch nicht, was 100% momentan abbildet, und da ich das momentan alles hier in-game mache, will ich es auch nicht gleich übertreiben. Das zweite Novum, eigentlich kein Novum, ist,
warte mal hier. Ich habe es das letzte Mal auch bemerkt wieder, dass da mit Fahrzeiten ein bisschen aufpassen muss, sagen wir es mal so. Führe ich jetzt wieder das Büchlein ein. Hilft ein bisschen auch zu schauen, okay, wo warst du, wo bist du? Wie war deine Fahrzeit in der Woche? Ja, ansonsten ist bei mir im Real Life gerade Sonntag ziemlich früh. Und ich will auch jetzt hier mal, jetzt in der neuen Folge mal versuchen, nicht immer nur einen Tag abzubilden, sondern im Grunde genommen jetzt mal einmal aufzunehmen, wann ich Lust drauf habe. Und oder es wären halt längere Folgen, aber ich will im Grunde genommen diese Eintagsregelung, da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht wird es ja auch ein Experiment. Rechts halten, ja. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Es ist schon ein bisschen mehr hier zu tun. Schalten. Noch ein bisschen mehr Kraft. Und jetzt sind wir hier auch im neuen Österreich. Und mal gucken, aber das sieht schon ganz gut aus. Aber ich hatte mal die Skalierung von 125 auf 100 runtergenommen und weil ich zocke auf 4K, ich nehme es mal wieder auf 125 hoch. Bei 4K brauchst du keine 400% Skalierung. Da bist du so schon fein genug, aber ich guck mal, ich meinte, das war vorhin einfach noch ein Stück weit besser. Ja, sieht besser aus. Also das seht ihr wahrscheinlich bei Full HD jetzt offen bei YouTube nicht. Aber die Leitungen, die Oberleitungen sind viel geschlossener. Österreichische Polizei, genau. Tausend Umdrehungen. Jetzt kann ich das machen. Das ist auf der anderen Seite auch ganz gut. Du darfst doch nicht zu niedrig drehen auf Dauer, sonst wird der Motor sauer. Kann man ruhig mal in den Hubraum ein bisschen wirken lassen. Da gerade mit der PowerShift 212 Telligen-Schaltung der Hinweis. Sowas ist super. Klar könnte ich mich da auch selber rein vertiefen, allein mir fehlt momentan die Zeit, ehrlich gesagt. Und wenn ich das dann von einem erfahrenen Fahrer so den Hinweis bekomme, das ist immer super, weil Leute, das kann man hier nicht abbilden, die Fahrerfahrung von Fahrern, die 5, 10, 15, 20, gar 30 Jahre Berufserfahrung haben und auf unterschiedlichsten Böcken saßen und das natürlich dann im Detail kennen. Das können wir hier als Computerfahrer, auch wenn ich jetzt meine eigenen LKWs im Real habe, aber die sind alle, ja, alle handgeschaltet, die drei, werden vermutlich auch immer handgeschaltet bleiben. Also auch wenn es der F2000 zwei- oder dreiachser wird, versuche ich den immer mit Handschaltung zu bekommen. Und bei mir persönlich macht das viel mehr Spaß. Und gerade den MAN, den kriegst du mit, ich meine, es müsste ein ZF 16-Gang
55. ZF16-Gang-Getriebe, Doppel-H, Split. Bin den jetzt schon zweimal gefahren. Werde mir den dann von der dänischen Armee wahrscheinlich kaufen. Und kriege ich über einen Kumpel. Kann sich da ins Händlerportal entsprechend einklicken. Und dann habe ich eigentlich eine Basis mit einer modernen Hütte, einer großen Hütte, Fernverkehrshütte drin. Moderne Basis halt Anfang 2000er Jahre, ist klar. Aber für mich, für das, was ich damit vorhabe, reicht das Dicke. Und die kannst du ein bisschen ausbauen, weil wenn du fährst, ist immer gut, ein bisschen Platz zu haben. Beim Artigo habe ich die zweitkleinste, das heißt die Bauhütte mit ein bisschen Raum hinten dran, die noch so diese Ausbuchtung hat. Nein, das ist ein bisschen zu wenig. Ein bisschen zu wing. Und müssen mit der Betriebsbremse hier zubremsen. Oh, Lambo hier. Oh, ja, die Ösis haben Geld, ne? Ist aber auch schön gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt fühle ich mich schon ein bisschen wie in Österreich. Also hier mit diesen Plateaus umgeben, dann mit diesen steil ansteigenden Bergen, die richtig hochgehen. Also, ja, das kommt schon gut hin. Wir fahren hier Vanilla. Also das ist schon gut geworden mittlerweile. Das kann man anders gar nicht mehr sagen. Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Diese typischen Billa-Märkte hier. Ich glaube, Billa, ist Billa nicht rot-gelb irgendwie? Ja, B-Finste viel in Österreich. Diese rot-gelben. Ja, wir müssen Geld verdienen. Ne? Es wird Zeit, dass wir ankommen. Leicht im Minus, oh Gott. Nur Frage der Zeit, wann der Glück sich meldet. Wann fährt er denn im ersten an? Vorne müssen wir gleich rechts rum. Hier nicht, ne? Vorne. Aber du merkst auch im Vanilla-Zustand und ich meine, MP3 jetzt hier vom Dotec, der fordert jetzt auch nicht so viel Speicherplatz. Biege nach rechts. Weil er im Wesentlichen schon auf den. MP3 von SCS aufbaut.
Ich merke schon, dass die Prism Engine hier gut gefordert ist. Nennen wir es mal so. Es ist vorbei. So, vorne müsste ich... Nee. Wieder so hoch automatisiert, dass hier wieder keinen Menschen siehst. Ich spring mal kurz raus und schau mal, ob ich jemanden erwische hier, den wir ansprechen können. So. Sag die vorne rechts ist es. Schön ins Mikro. Das ist ja gut, immer diese Nachrichten. Das ist so nervig. Wir fahren einmal rum hier im Steinbruch. Oder ich ziehe hier rum. Auf jeden Fall müssen wir da rückwärts reinziehen. Alles hier schön festgefahrener Kalksteinsplit. Schon wieder. Bitte, bitte lass mich doch einfach in Ruhe. Mann, das muss ich gleich mal gucken. Wir machen gleich mal einen Cut, weil wir den Mini hier nicht ausstellen können. Das ging noch früher. Uns mal ein bisschen an die ausgefahrenen Spuren. Ja. Und hier noch so eine kleine Steinwand, da muss man ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht drankommen. So, neutral, Blinker aus, Lamp aus.
Und Motor aus. Kamera aus. Wunderbar. Gut. Dann melde ich mich mal vorne in der Anmeldung an. Und dann schauen wir mal. Erstmal unsere Spanplatten. Das waren ja 21,5 Tonnen. Dann loswerden. Und schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Herrlich die Atmosphäre hier. Also da im Steinbruch, da war nichts mit Aufträgen, da war auch nichts zu haben. Ich durfte mich jetzt gütigerweise da drüben bei der Tankstelle kurz hinstellen, meine Pause jetzt ein bisschen ausnutzen. Hier ist ein kleines Café, da ich mich reingesetzt. Habe erstmal eine Wiener Melange mir bestellt. Das mache ich übrigens immer, wenn ich in Österreich bin. Das ist für mich so Tradition. Und ja, nutze jetzt erstmal meine Pause aus. Ansonsten ist es wirklich so, dass der Frachtmarkt hier wie leergefegt ist, was halt vernünftige Preise angeht, ja. Da werden die lokalen Speditionen sehr stark sein. Nicht zuletzt zu nennen die HM Trans, mit Hermi. Die sind ja hier stark unterwegs. Und das muss man gucken. Also ich gucke jetzt einfach mal mit dem Handy hier rein in die Frachtmärkte, was es hier so gibt. Und ansonsten müssen wir halt im Allerdümmsten weiterfahren. Aber, ups, oh, eine WhatsApp ist hier reingekommen von JJ. JJ, ach, den kenne ich lose, ist auch so ein, der hat sich jetzt selbstständig gemacht, glaube ich, auch so einen YouTube-Kanal hat er. Und, mal anhören, was er will. Ja, hallo Tom, hier ist der JJ. Du, das ist ein kleiner Überfall auf dich. Okay. Mein Geschäftspartner, die DFH Nürnberg, hat gerade bei mir angerufen. Die suchen dringend einen Fahrer in Salzburg. Ja, passt. Jetzt habe ich mitbekommen, du bist in Salzburg. Ich würde dir einfach mal eine Nummer zukommen lassen. Das ist der Herr Wulff, wie gesagt, von der Firma Deutsche Frachthäfen in Nürnberg. Ich weiß jetzt gar nicht genau, um welche Fracht es geht und wo es genau hingeht. Er hat jetzt nur was gesagt von Marseille, Südfrankreich und aus Salzburg. Vielleicht kannst du mir kurz mal eine Rückmeldung geben, beziehungsweise rufst du den Herrn Wulff selber mal an. Ich selber bin ja gerade in Spanien unterwegs, kann die Fracht da nicht annehmen. Ja, wäre vielleicht ganz cool, ist vielleicht für dich auch eine Möglichkeit, da uns alle näher kennenzulernen. Und ja, wünsche dir eine schöne Woche und ja, bis demnächst. Oh, cool. Ciao, ciao. JJ. Alles klar, JJ, danke. Auch guck, das, wie das Schicksal so spielt, nicht wahr? Herr Wulff, Deutsche Frachthäfen Nürnberg, hat eine Lieferung oder eine Fahrt von Salzburg nach Marseille. Hört sich gut an. Uwenbeck hat ja momentan hier nichts für mich, sonst müsste ich ja nicht selber gucken. Moment. Noch. Ach, hier hat er gleich den Kontakt vom Herrn Wulff geschickt. Wunderbar. Dann werde ich den gleich mal anrufen. Freunde, dann aus Diskretionsgründen würde ich jetzt, weil ich nicht weiß, ob der Herr Wulff möchte, dass das so öffentlich gehört wird, würde ich jetzt einfach mal hier die Aufnahme pausieren und
Dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, wunderbar. Mach ich. Ans Meer fahre ich gerne. Ja, der Preis ist gut. Super. Nee, danke, Herr Wolf. Wie gesagt, ich melde mich, wenn ich dort bin, wenn ich die Ware aufgenommen habe. Und Sie kriegen dann vom Handy aus mein GPS-Signal. Mach mal ganz fix über WhatsApp erstmal. Und falls sich noch was ergeben sollte, kriegen wir es auch anderweitig hin. Dann schalt mal die Telemetrie bei mir frei. Und dann kriegen Sie auch so das GPS-Signal. Wunderbar. Jo, alles klar. Dankeschön. Tschüss. So, wunderbar. Ja, Freunde, es geht nach Marseille. Cool. Und ihr werdet es nicht glauben, mit Spanplatten. Und ich habe jetzt hier keine Zeit. Ich habe einen Auftrag. Ich muss fahren. So, bezahlt haben wir. Und rein in die Bude. Das sind Spanplatten. Nee, nicht vom Steinbruch, aber ich dachte zuerst schon, fährst du jetzt die Spanplatten weiter? Werden die hier weiterverkauft? Das wäre es natürlich gewesen. Ach, guckt euch den schönen Zug an. Ich weiß, für euch ist es wahrscheinlich nichts Besonderes, aber für mich ist es halt meiner. Mein, wie sagt das letztens hier? Schatz. Genauso ist das. Genauso ist das. So. Nein, in die gute Bude. Stube. Gebe ich euch ja mal die Kamera. So, Moment, hier wird schon wieder rund. Und wir laden jetzt erstmal, dass ich die Ladung habe. Da ich hier will ich safe haben. Die Mitteilung habe ich jetzt auch mal ausstellen können. Also Telegram rein, wir sind leer, das weiß er ja. Er lag so hoch. Bremse raus. Lämsche an. Da hilft mir hier dieses hier vorne. Das könnt ihr nicht sehen. Das ist hier hinter der Buttonbox. Da ich jetzt dieses Tab. Das wisst ihr ja. Das ist immer noch. Und das hilft da ungemein, um alle Funktionen immer in einem Blick zu haben. So, wir fahren rechts. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Ich muss ein bisschen weiter rausziehen, dass ich mit dem Trailer nicht das Stoppschild umballere. So, und an die Telegenschaltung muss ich mich auch noch gewöhnen. Aber wir haben halt einen Auftrag, ich meine 1800 Euro nach Marseille. Nimm diese Ausfahrt. Damit das ja alles irgendwie sehr, sehr bekannt gerade vorkommt. Aber das ist eine andere Ausfahrt hier. Ja, hier sind wir hergekommen. Hier vorne. Ja, Österreich passt. Spanplattenhersteller. Demnächst rechts abbiegen. Holz gibt es ja hier noch genug. Biege nach rechts ab. Hier endet es. So, U-Tour ist drin. Dann können wir uns auch unseren Auftrag abholen. Und der ist tatsächlich, das hat mal gut gepasst. Der ist mal tatsächlich hier aus der Gegend, wo ich war. Reines Glück, Leute, im Frachtmarkt. Ich habe mir da nichts geschrieben oder so. Nach Marseille. Und wird auch ziemlich gut bezahlt. 2,28 Euro Kilometer kann ich mir nicht entgehen lassen. Hilft meiner Börse ungemein und meinem kleinen Unternehmen. So, wo will er uns denn hinhaben? Da hinten, sagte er, wenn ich hier ums Gebäude drumherum.
Wir stellen uns mal da vorne. Ich gucke mir das erstmal an. Meiner sagte hier. So, kommt das raus. Ich stelle mich jetzt erstmal, dass wir nicht zu sehr stören. Geh mal kurz hin. Ist gerade wenig Betrieb. So. Aus. Bremse aus. Motor aus. Fern aus. Und dann gucken wir erstmal rüber, wie die Situation ist. Und wenn ich es geladen habe, würde ich mich mal beim Jeffrey melden. Beziehungsweise beim JJ. Wie sie ihn alle in Kurzform nennen. Ach, schön hier, oder? Das lädt auch ein zum Urlaub machen. Ah, er sagt hier vorne an der Ausgabe. Oder, ja, da ist aber schon jemand, der hier auf mich wartet. Hallo. Hallo. Du, ich soll hier Spanplatten abholen, 22 Tonnen ungefähr, passt das? Ja, super. Ich guck mal, ob ich hier vorne rumkomme, dann sehen wir uns gleich. Perfetto, perfetto. Servus. Ja, prima. Das lädt doch ein zum Foto hier irgendwie, die Szenerie, finde ich. Das wird dann auf dem Thumbnail. Such meinen Truck. So, hier vorne muss ich aufpassen, da liegen so ein paar Holzblöcke. Dann ziehen wir hier einfach rum. So. Kamera an. So langsam komme ich immer besser mit meinen ganz vielen Belegungen hier auf dem Stream Deck zurecht. Zündung. Motor. Bremse lasse ich hier erstmal aus. Ausholen, dass man nicht mit der Trailerachse über diesen Block da drüber kommen. Yep. Ist gut. Ziehen. Ich mache da wahrscheinlich die rechte Planseite auf. Das muss gut sein. Ich habe diese Nachrichten abgestellt. Gerade eben. So. Ich hüpfe mal raus und schau mal, dass man hier aufgeladen werden. Was ein Scheißwetter. Aber wir sind fertig mit Aufladen. Plane noch verzogen können. Wir haben es jetzt 15:25. Wir haben noch 5, wenn wir wollen, 6 Stunden Fahrzeit. Machen wir nicht lange rum, losfahren. Sondern werden noch mal kurz auch, das wollte er gerne haben, JJ informieren. Moin JJ, hier ist der Tom. Ist jetzt Dienstag. 15:30 Uhr, wir sind mit Aufladen fertig. Ich bringe dann Spanplatten waren's von Salzburg nach Marseille runter und sollte eigentlich Mittwoch
ja, zum Abend hin muss er nochmal schlafen, dann da sein. Morgen Abend ist mit Herrn Wolf entsprechend abgesprochen und der weiß Bescheid. Ich gebe ihm jetzt erstmal mein GPS-Signal, das hat er sich ausgebeten, per WhatsApp einfach rein, weil ich die Telemetrie vorher noch einstellen müsste. Und das kriege ich jetzt auf die Kürze nicht hin. Deswegen machen wir es jetzt erstmal ganz unkompliziert so und fahren dann los. Vielen, vielen Dank dafür. Das hat mir jetzt echt hier in Salzburg den Hintern gerettet. Denn hier was zu kriegen, ganz schwierig. Also alles durch die lokalen Unternehmen hier die guten Preise abgegrast. Da hat bestimmt, und es ist auch gut so, ist ja vollkommen okay, so der Hermi hier seine Finger im Spiel und fährt hier wahrscheinlich viel mit seiner Spedition oder seinen Speditionen. Die haben da wohl ein bisschen was vor zusammen mit verschiedensten anderen Speditionen in Deutschland. Mal gucken, ich hoffe, man kommt sich da nicht ins Gehege. Aber das wird schon. Ich mache jetzt los. Nochmals vielen Dank, ist ein wirklich super Auftrag. Ich versuche mich dafür dann auch mal erkenntlich zu zeigen. Und weiß ja, eine Hand wäscht die andere in guter alter Manier. Und so soll es ja auch, das soll so sein. Ja, dann gute Fahrt, wo immer du auch bist. Spanien hast du gesagt. Wenn wieder was ist, bin gerne da. Und wie gesagt, auch mein Auftraggeber Duvenbeck hat hier unten nichts für mich. Die sagt, musst halt warten bis morgen. Jetzt bin ich dann unterwegs und weg und dann. Weil das ist zu lukrativ, um das hier liegen zu lassen, das Geschäft. Also dann danke nochmal. Wir hören voneinander und gute Fahrt. So, wunderbar. Dann können wir. Bremse sind an. Bleiben wir die schon zugemacht bei dem Mistwetter. Bisschen weniger Drehzahl. Ach, freue ich mich. Italien ist immer schön. Ist auch Italien, wenn ich über die Grenze komme, auch im realen, und ich fahre tatsächlich auch Brenner gerne, dann ist immer an der ersten, da kommt dann irgendwann unten in so ein Fels drinne, kommt dann ich glaube, das ist auch eine Tankstelle und dann so länglich dazu ist eine Womo-Entsorgestation. Die nutze ich eigentlich quasi nie, weil da hat man noch nichts drin an Grauwasser. Aber da ist der erste Cappuccino bzw. Espresso angesagt, je nachdem, wann man gerade im Tag ist. Das ist einfach ein Muss. Und ich finde auch Cappuccino, den Milchschaum, kriegt keiner so gut hin wie die Italiener. Also kaum bist du über der Grenze, ist der Milchschaum anders. Klar, viel ist hier oben auch im Kopf, ne? Aber es ist einfach anders. Das haben sie drauf. Ja. Und ihr wisst ja auch, in Florenz gibt es die einzigste Kaffee-Universität der Welt. Und ich meine, da ist schon was dran. Ne? So, also 21,5 Tonnen Spanplatten nach Marseille zu Wilner Transport. Wir haben Zeit, insgesamt, was ist Zeit? 15 Stunden. Die Lieferzeit sind 44 Stunden und allerdings halt 15 Stunden, 16 Stunden Fahrzeit. Das heißt, wir müssten, das werden wir jetzt morgen Abend gar nicht schaffen, außer wir kommen extremst gut durch. Dann ziehe ich jetzt noch die 6er, das heißt heute die 10er Fahrzeit. Und dass wir so weit kommen wie irgend möglich, weil die haben in Nürnberg schon viel Wert drauf gelegt, dass das wirklich pünktlich da ist. So, 50.
Gerade in Österreich musst du aufpassen, die Strafen sind heftig hier. Ich habe auch bei mir in dem kleinen Womo, der so 4,2 Tonnen zugelassen, der Sprinter, ich auch vorne so ein To-Go oder Go-To, diese gelb-weiße Box drin. Die musst du dann immer aufladen, das ist also auch mit im Grunde genommen so ein Mautgerät. Musste ich jetzt 200 Euro Strafe zahlen, weil sie wohl angeblich nicht ausreichend aufgeladen war, wobei ich da immer 100, 200 Euro drauf habe. Das prüfe ich gerade mit einem Anwalt. Ich fühle mich da ein bisschen unfair behandelt, weil die gibt dann wohl so ein ständig so Mehrfachsignale aus, wenn sie halt, wenn das Guthaben nicht mehr reicht. Und das wundert mich jetzt schon. Aber ich will erstmal wissen, wie die, weil ich kann es so nicht sehen, außer die halten die das dort bei der O-Box, halten die das da an ihr Gerät. Ansonsten kann ich das einfach nicht auslesen. Und da will ich mal wissen, wie der Stand da jetzt ist. Zu sein, Leute. Ist richtig schön. Sieht das nicht toll aus mittlerweile? Also ich brauche jetzt hier keine Pro-Mods im Moment. Aber was wir auch nicht vergessen dürfen, und wenn ich auch sage, ich brauche jetzt hier keine Pro-Mods, dann soll das kein Bashing sein, um Gottes Willen. Weil Pro-Mods hat mir so viele schöne Momente beschert. Gerade oben Skandinavien. 70 hier durch. Das ist schon ganz schön eine Rennerei durch den Ort mit dem 40 Tonner hier. Die hat mir wirklich viele schöne Momente beschert. Oben Skandinavien bis nach Murmansk hoch. Also ohne Promods bin ich der Meinung. Und damals auch die ganz am Anfang die Sim-Map oder die, wie die hieß, da hatte ich eigentlich angefangen. Würde es meines Erachtens ETS gar nicht so geben. Also da wäre es für mich dann uninteressant gewesen auf Dauer. Weil gerade du konntest ja gar nicht nach Osten fahren, nach Süden fahren. Da hast du dann ganz grobe Terrains gehabt, wenn du guckst Polen, wie das lange Zeit aussah und so. Ich war jetzt lange Zeit nicht hier. Also nicht in Polen und ich weiß gar nicht, wie es aktuell aussieht. Ich bin der Meinung, da wäre ETS wahrscheinlich gar nicht mehr live. Also das ist meine Meinung. Deswegen finde ich, hat Promods, aber auch andere Map-Bilder, die haben einen nicht zu vernachlässigenden Anteil daran, dass sich ETS so entwickeln konnte und hat, wie es jetzt dasteht. Da weiß jemand nicht zu fahren und den Beschleunigungsstreifen auch nicht zu nutzen. Nein, wunderbar. So eine Lichthupe wäre gut. Ne? Wenn der KI-Verkehr sagt, ich lasse dich rein, wäre eine Lichthupe richtig gut. Ist ein bisschen zu weng. Wir sind gerade einen zu hohen Gang eingelegt, da kommen wir überhaupt nicht aus den Füßen. So, 15:30 sind wir los. 6 Stunden. Macht 21:30, dass wir heute noch fahren dürfen. Ich habe gerade richtig Lust zu fahren. Wir gucken mal, wenn wir in der Pause sind. Ob ich dann gleich noch den nächsten Tag mit hinten dran hänge. Oder ob ich einfach mal fahre und mal gucken, wie wir es machen.
habe jetzt hier relativ viele Schnitte drin diesmal. Muss mal gucken, dass ich nicht die falschen Filmfetzen verarbeite. Bald hat die Maschine hier 358.000 Kilometer runter. Ein bisschen was draufgeschrubbt jetzt von meiner Seite. Aber nur einen winzig kleinen Teil im Vergleich zur Gesamtlaufleistung des LKWs. Aber lukrativer Auftrag. 2600 Euro, das wird gut tun. Ich muss auch bald ans Tanken denken. Sind jetzt bei 1870 Euro auf dem Konto. Ich glaube, wir suchen uns heute Abend einen Rasthof, eine Tankstelle. Tanks erstmal vollhauen, weil wir kommen jetzt immer weiter nach Süden. Der Sprit wird nicht billiger dort normalerweise. Ich hätte gerne nochmal Polen angefahren oder osteuropäisches Land, um einfach halt ein bisschen günstiger nochmal einen Tank voll knallen zu können, aber ist jetzt nicht. Und ich würde ganz gerne schon zumindest halb voll haben. Also langsam freuen wir uns an, intelligent und ich. Höher geht's nicht, 12 ist drin. Brauchen wir auch die rechte Spur, weil wir ja kein Mittelspurschleicher sein und kein Oberlehrer. Davon gibt's genug. Bitte links halten. Linke, schön über den Brenner, wunderbar. Schön, da bin ich jetzt gespannt, wie es geworden ist. Mal nicht so schnell hier rein. Ich weiß noch nicht, wie das Karussell hier ausfällt. Da hast du ja manche LKWs, die da hochziehen. Die sind so stark motorisiert und teilweise vielleicht auch gar nicht so schwer. Da muss ich selbst im Sprinter schon Gas geben, da vernünftig vorbeizukommen. Also ich schaffe das, das ist nur halt ein Vergleich, wo du merkst, meine Güte, du, die ziehen hier hoch Mittelspur, um halt die langsamen LKWs zu überholen zu können. Der LKW ist ganz rechts. Was macht denn der Spinner hier bitte? Auf der LKW-Spur. Dass du immer so eine Clowns dabei hast. Mann, bleibt doch bitte in eurer Spur. Macht uns das Leben nicht so schwer. Dailies sind klasse. Also ich finde die gut. Ehrlich gesagt, hätte ich statt einen Sprinter lieber einen Allrad Daily in Iveco mit der 210 PS Maschine. Der ist ja nicht flotter als mein Sprinter mit 190 PS. Aber wenn du kannst alle... Was ist denn hier bitte los? Mann, diese dumme KI. Du kannst den halt mit allen drei Sperren schon ab Werk haben, mit richtig guter Untersetzung. Also der kann dann schon was. Da kannst du 32 Zoll Räder, Reifen drauf machen. Genial. Also schönes Ding und bei dem geht es nicht ums Schnellfahren. Der hat einen 3 Liter Vierzylinder drin. Da ist der Sprinter schon deutlich agiler.
mit einem 3 Liter V6 und 190 PS und sicherlich auch so vom Fahrwerk her deutlich agiler, deutlich besser, aber darum geht es gar nicht, weil bei diesen Wohnmobilen bist du immer mit 100, 110 PS und km/h unterwegs. Es geht halt so um die Offroad-Möglichkeiten. Da bist du mit so einem 4x4 Daily-Kastenwagen nochmal eine Ecke höher. Und bist noch ein bisschen größer. Und das ist schon. Gefällt mir sehr gut. Na. Gut, wir sind natürlich in Bergen drin. Ich spreche jetzt gerade den Durchschnittsverbrauch an. Sind jetzt bei 30,7 Liter Durchschnittsverbrauch. Aber schon ein bisschen von den 29, fast teilweise 28 Litern entfernt. Aufgelegt. Ich komme hier besser mit der Schaltsituation dann klar. Und am Schalten. Aber im MP3 ist auch der Retarder hier als Drehrädchen, glaube ich. Ne? Ich komme so besser klar, weil das Hin- und Hergreifen hier. Darfst du nicht vergessen, im Vergleich zur Realität ist ja auch alles ein bisschen kompakter. Uff, 80 bitte. Das wird hier ganz schnell ganz teuer. Weil ich so konzentriert habe, es gar nicht mitgekriegt, sind wir schon auf italienischer Seite. Das ist jetzt genau die. Das ist ganz gut wie in der Realität hier abgebildet. Diese Hochbrücken oben am Pass. Aber ich glaube, es geht jetzt langsam schon wieder runter. Den jetzt auch nicht täglich, aber so zweimal im Jahr, doch auf Dienst-, Geschäfts- und Urlaubsreise. Gerade letztes Jahr, ich bin in gefahren, Brenner, nicht letztes Jahr, dieses Jahr im Anfang Mai, genau, da hatte ich in Venedig in Mailand zu tun, bin mit dem Womo dann runtergeballert, war richtig schön, mal wieder, Italien ist immer schön, finde ich, und Ja, muss Italien sein, die Leitplanken sind verrostet. Das ist das Offensichtlichste immer. Und genau, da war ich letztes Mal. Und letztes Jahr, glaube ich, im Oktober, dann in Urlaub Sizilien, den Stiefel runtergefahren, dann Sizilien und dann Palermo und Genua mit der Fähre wieder hoch. Da sind wir dann aber nicht den Brenner wieder hoch, bin ich einen anderen Pass gefahren. So, jetzt können wir hier tatsächlich ordentlich Sprit sparen, jetzt geht es ja einfach nur runter, kannst du schön rollen lassen. Ja, das ist gut, wenn du viel Gewicht drauf hast, zumindest wenn es runter geht. Da kann man ein bisschen schön rollen. Vielleicht noch eine Retarderstufe rein. Das war gerade auch so typisch Italiener, finde ich, sobald du da auf die Seite kommst. Dieses direkt vor dir einscheren, einordnen, nicht achten auf Sicherheitsabstand. Schon sehr typisch. Warte mal, ich will mal ein bisschen die ausholen zur Sicherheit für die Beamten.
Muss mal in meiner Kaffeetasse nippen. Kalter Kaffee macht ja schön. Der ist entkoffiniert. Gerade wenn ich jetzt die zweite Tasse mache, mache ich es gerne entkoffiniert. So langsam dürfen wir uns jetzt aber mal hier ein Rastplätzchen suchen. Wie gesagt, wir werden noch gleich tanken. Weil ich denke, viel günstiger wird es jetzt im Moment nicht. Dann bin ich auch erstmal für eine Weile aus der Tankstellensuche raus. Ja, Gardasee hier. Wer war von euch schon mal am Gardasee? Also, ist wirklich schön. Wobei ich für mich mittlerweile auch sagen muss, Italien fängt für mich, so das richtige Italien, wie ich es sehr mag, südlich Rom an. Norditalien ist auch sehr, sehr schön, keine Frage. Also dieses richtig italienische Flair für mich irgendwie ist natürlich einerseits mit der Tasse Cappuccino an der Grenze verbunden, aber so richtig wird es schön südlich von Rom. Apulien, die Ecke da unten. Aber hier mit C, wie heißt das? Westküste vom Stiefel. Kart. Fällt mir gleich wieder ein. Kalabrien war das? Ich glaube Kalabrien. Genau. Also wirklich richtig, richtig schön. Mein Lieblingswort heute. Richtig. Das ist auch so ein Deichkind, ne? So ein Song, richtig, richtig gut. Ja, ist richtig, richtig gut. Ja. Beziehen wir hier heute doch schon ein bisschen. Aber geht jetzt nicht anders. Wobei es kommt noch hier auch, ne, ich weiß nicht, ob wir es mit abgebildet haben, wenn man mal diese Parktaschen, also diese Haltetaschen auf der rechten Seite. Da kannst du dich dann auch so Nothalte buchten. Da siehst du aber auch viele ihre Pause ab. Irgendwas ein Wort mit ab wollte ich jetzt sagen, aber ihre Pause halt letzten Endes durchführen. Und könnte man auch machen. Bitte so. Richtung Milano. Bitte links halten. Milano ist dann auch dieses furchtbare Mautgewirr da kommen mit diesen vielen Mautstellen. Normalerweise hast du ja in Italien dann immer dann, gerade Süditalien, wenn du runterfährst von der Autobahn erst. Und bei Milan hast du halt diesen Ring da drumherum und den musst du extra bezahlen. Ah, da kommt was. Fahren wir da runter. Nur ein Stündchen überzogen dann wahrscheinlich, wenn wir da sind. So, da ist auch noch frei für uns. So, mal gucken, du konntest doch früher da die ganzen Benachrichtigungen noch ausstellen. So, Lemge aus, Motor aus, Cam aus. Wunderbar, haben wir den ersten Fahrtag geschafft. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht hier gleich eine Doppelfolge draus mache. Hab da einfach ein bisschen mehr zu gucken. Und
Oder ob wir uns erst in Marseille wiedersehen. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht fahre ich auch einfach mal so weiter. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ja. Und dann werden wir mal schauen, wie wir es machen, weil ich glaube, so viele Folgen sind für euch auch schwierig zu gucken. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss ich halt auch mal gucken, hast du noch genügend zu erzählen? Und weißt du, so ein bisschen Schlammerkram muss man ja auch haben, weil es darf jetzt auch nicht erzwungen sein. Und ja, soll nicht um Klicks gehen, sondern es soll ja darum gehen, dass man hier alle, die Zuschauer, wie aber auch ich als Content Creator, oh Gott, dass wir ja einfach Spaß miteinander haben. Ja, insofern auf jeden Fall schön, euch gesehen zu haben. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Däumchen ist ein Träumchen. Wer noch nicht abonniert hat, sollte mal darüber nachdenken. Und dann gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Euer Tom. Ciao. Transart GmbH Kassel wünscht eine gute Fahrt. Schönen guten Morgen, meine lieben diese Freunde. Es ist Mittwoch, knapp nach 8:30. Ich habe es gleich nochmal vollgetankt, habe mir noch ein bisschen Kaffee mitgenommen und naja, geldtechnisch wird der gleich abgezogen, bleibt dann nicht viel über. So, Lämsche an. Kamera. Intelligent. Shift 2 auf. Stufe. Jawohl. 201 Euro. Wir haben, ich mache erstmal kurz hier die Tanksäule frei. Jetzt tragen wir es auch ins Büchlein ein. So, neutral. Wir fahren los. Ecke Verona. Um 22:30 Uhr, das waren 11 Stunden. Kontostand. Und jetzt los. Runde mal auf, 9 Uhr. Bei Verona. Und dann heute heißt das für uns 9 Stunden maximal, weil die Pause, die 45 Minuten, die rechne ich hier einfach mit auf die Fahrzeit. Und damit sollte man, wenn es gut läuft, zumindest zur Entladestelle kommen oder kurz davor. Sind vollgetankt, werden wahrscheinlich durch die täglichen Kosten heute ins Minus laufen. Aber sind betriebsfähig, weil wir jetzt wieder Reichweite von knapp 4000 Kilometern haben. Und damit können wir Geld verdienen. So, Tempomat auf 80 eingestellt. Und ganz ehrlich, durch Italien wollte ich euch gerne mitnehmen. Und in Frankreich wird es wahrscheinlich auch der Fall sein. Ihr kriegt dann halt entsprechend lange Folgen oder ihr kriegt entsprechend kurze Folgen oder mehr.
wir machen, wie es ist und so, 12 ist drin. Und aber wahrscheinlich wird das hier eine etwas größere Folge werden. Ich will einfach mal gucken, wie es bei euch ankommt. Und dann schauen wir mal, wie das Feedback ist. Meldet euch da gerne. Ja, ich hatte gerade zwischendurch auf RTS, also auf YouTube, eine RTS-Folge vom Hermi gesehen. Und da adressiert er nochmal das Thema Versorgung, das Lücke, ETS, was DLC, Map-DLCs angeht und den eklatanten Unterschied zwischen ETS und ATS. Ich meine, dass ETS im Jahr 1 Map-DLC bekommt, ATS 2. Was wahrscheinlich einfach auch etwas damit zu tun hat, dass SCS deutlich umfangreicheren Käuferkreis im Moment im Bereich Amerika sieht, und Amerika ist ja nicht nur USA, Amerika ist so unendlich größer. Wir haben Nord- und Südamerika, wir haben Lateinamerika, da hast du oben Kanada, die USA, Mexiko, dann hast du Südamerika, Argentinien, Chile, Brasilien, Kolumbien und Nicaragua ist jetzt vielleicht nicht ganz so interessant, aber du hast dort ein enormes Potenzial an Käufern. Ich denke mal, dass SCS das adressieren möchte. Und das ist auch aus kaufmännischer Sicht nicht verkehrt. Ich bin da allerdings auch ein Stück weit beim Hermi, weil man sollte halt den Ursprung nicht vergessen, wo man herkommt, wo die Community ist, die Community, die es schon lange gibt. Und es gibt auch hier in Europa noch so unendlich viel zu überarbeiten. Ja, ist nichts im Ausfahrt rechts. Okay, lass uns eine neue Route finden. Das wäre schön. Und auf der anderen Seite, muss ich ehrlich sagen, ist Europa oder der ETS kann ja auch deutlich mehr als nur in Anführungsstrichen Europa abzubilden. Natürlich fände ich schöner, wenn im ETS ein anderer Maßstab wäre. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken hier. Nee. Scheibchen Nummer. Hier muss man. Ja, muss mich da noch einfinden mit der Intelligenz hier. Servus! So. Prego! Grazie! So. Schießt mal jemanden ab, wenn wir uns jetzt nach links bewegen? Ne, sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und schaut mal, Europa ETS, das kannst du nachher Richtung Asien erweitern. Da kannst du Russland, da warten wir ja auch schon alle lang drauf. Klar, da haben sie damals das Statement ausgegeben, Russland wegen des Krieges nicht zu bringen, aber ganz ehrlich, Russland ist nicht die russische Armee, Russland ist auch nicht die russische Regierung. Russland sind die Menschen dahinter. Und Russland ist das Land und die Gebräuche, die Eigenheiten, diese Gastfreundschaft, die du da hast. Dieses Herz, weißt du, diese Seele, finde ich, die oft russische Menschen so haben. Und ich halte es eine plumpe Ausrede, ganz ehrlich. Ich halte es für eine plumpe Ausrede, dass das Russia DLC nicht kommt wegen des Krieges, weil Russland so viel mehr ist. Und das finde ich schade, dass man da nicht ehrlich mit uns umgeht. Vielleicht liegt es auch eher daran, dass sie die Daten nicht bekommen, die sie brauchen. Aber sie sagten ja, sie waren ja kurz vor der Fertigstellung.
Und klar kannst du da nicht reingucken, was in den Projektteams da los ist und vor sich geht, aber ich vermisse diese Weitläufigkeit, also nach Osten, das hätte ich gerne. Ja? Also die Ukraine hätte ich gerne, ich hätte gerne die Überarbeitung von Polen und ich hätte gerne so diese Westgebiete von Russland und später halt auch weiter reinzufahren. Und bisschen Baikalsee und weiter, weißt du? Klar, das ist alles nur unsäglich weit weg. Aber Europa kann so viel mehr sein. Auch oben nach Skandinavien ist mal auszubauen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was mit Großbritannien passiert ist, ob da schon mal ein Ausbau stattgefunden hat, so eine Überarbeitung. Und wir können ja mal gucken hier in der Map, wie das aussieht von der Dichte her. Ihr seht, ich habe hier, habe ich beim Hermi gesehen, diese Sud de France. Und ich finde, das sieht noch genauso aus wie vorher hier. Zumindest so vom Straßennetz und mit diesen drei Ortschaften, die es hier gibt. Also berichtigt mich bitte, schreibt es unten rein, wenn da was stattgefunden hat. Ich kann es jetzt nicht erkennen auf den ersten Blick. Schalten hier, versauen uns ja ganz total den Schnitt. Muss ich aufmerksamer fahren. Ja, ist meine Meinung. Könnt ihr mich für schelten, könnt ihr mich auch zurechtweisen, was das Thema Russland Map DLC angeht. Ich persönlich empfinde es so, dass Russland weit mehr als die aktuelle Politik ist. Ich will da gar nicht drauf eingehen, was richtig und was falsch ist in der Politik. Das gehört an eine andere Stelle, aber nicht hierher. Weil so etwas lebt auch vom Diskurs. Und ich finde, so einen Diskurs kannst du halt, auch gerade ich als Videoschaffender hier, ganz schwierig in den Kommentarspalten führen. Und ganz ehrlich, ich will das auch gar nicht. Deswegen versuche ich mich da einfach auch ein bisschen zurückzuhalten, vielleicht auch im Vergleich zu früher. Weil es wahnsinnig schwierig für mich ist, dementsprechend zu reagieren. Und wenn ich hier Monolog abhalte, ist es ganz schwierig, mit euch in den Diskurs oder mit jemand anders in einen Diskurs einzutreten. Und deswegen lassen wir das mal raus, das Thema. Aber ich kann nur für mich sprechen. Ich war halt auch im Real Life schon öfters mal in Russland, Kaliningrad, St. Petersburg. Und hatte dann noch Vorricht in die Richtung Georgien. Ich habe ein paar Freunde in Russland und Ausfahrt rechts. Uff, ich habe fast gepennt hier. Und das sind herzensgute Menschen, sind liebe Menschen. Man muss da politisch auch nicht immer einer Meinung sein. Dafür ist halt auch, wenn du jemanden magst und man miteinander auskommt, muss auch die politische Meinung nicht immer dieselbe sein. Telepass haben wir. Schön langsam rein. Langsam rein. Los. Und man kann auch mit jemandem gut auskommen, der nicht unbedingt die politische Meinung vertritt wie ich. Ja, muss jeder für sich selber auch mal in sich reinfühlen, wenn die Bande, die man zueinander geknüpft hat, tief genug sind. Ich finde, es macht auch viel vom europäischen Geist aus. Ja. Minus 244. Euro. Immer wieder Minus, typisch doch diese Woche. Aber wir haben einen guten Auftrag drauf. Wir haben 2626 Euro, bringt uns ein, wenn jetzt nicht irgendwas Blödes passiert. 8.30 Uhr, 9 Stunden Fahrzeit, 10 mit der Pause. Das heißt, bis 18.30 Uhr können wir fahren, wenn ich schaffe, so ein bisschen runterzufahren. Wenn wir jetzt problemlos durchkommen, dann könnten wir heute noch abladen und stellen uns dann dort
auf den Hof oder in die Nähe des Hofes. Ich weiß ja nicht, wie die Abladestelle aussieht. Und ja, dann wäre es gut fürs Portemonnaie und für den Kontostand der Firma. Telefon? Ach du Scheibenkleister. Die Bank. Servus Dirk. Ja, ich hab's auch gerade gesehen auf dem Handy. Ja, klar. Ich hab's im Blick. Ja, ich weiß, aber jetzt mal ganz ehrlich, wir sind bei minus 244 Euro. Ich hab einen Auftrag hinten drauf von 2600 Euro. Also, ich verstehe ja deine Sorge, aber lass uns bitte auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ja, wie gesagt, das geht sich heute Abend zum Abend oder allerspätestens morgen früh wieder aus, wenn der Kunde pünktlich zahlt. Wenn, ist klar. Aber ich gehe davon aus, ich muss geschäftstechnisch davon ausgehen, dass mein Geschäft funktioniert, sonst kann ich schon bei der Gründung Insolvenz anmelden. Ja. Jetzt warte einen Moment. Ja. Ja, hältst mich ein bisschen vom Fahrgeschehen her ab. Vom Geld verdienen, unfallfrei. Wie ist das zustande? Was wollten die alles wissen? Ich kann es ja auch sagen, dann hast du vielleicht ein bisschen mehr Ruhe und ich auch dann, weiß schon, vor dir. Nee, ich habe voll getankt. Die Karre ist voll, das heißt, ich bin geschäftstätig und fähig vor allen Dingen. Ich habe jetzt erstmal das Auto voll getankt, deswegen kam das zustande, aber weil ich halt, ich konnte es halt auch machen, weil ich schon den nächsten Auftrag dementsprechend hinten drauf habe. Rechts halten. Genau. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, und dann sollte für die Woche auch erstmal kein Dieselkosten weiter entstehen. Die Ausfahrt rechts. Ja. Ja. Ja, ich hab's im Blick, ich hab's immer im Blick gehabt. Dirk. Ich weiß ja, dass du es nur gut meinst, aber ich bin jetzt einen Tag im Minus, also so weit sollte das Rating dann auch nicht umrutschen. Ja, ich achte drauf. Ist okay. Alles klar. Bis dann. Danke. Tschüss. Ja, die Bank. Da musst du dann... Da darfst du nicht so aggressiv auftreten. Da musst du dann vermittelnd Hintergründe erklären. Manchmal geht es mir schon auf den Keks. Aber was willst du machen? Wenn ich ihn jetzt zu harsch angehe... Sagt er auch, ne du, dann sind wir in Zukunft schlechtere Partner für dich, ne, wenn du es uns nicht dementsprechend kommunizierst. Und ja, deswegen muss man da manchmal auch ein bisschen buckeln. Ja, ist halt so. Aber es gleicht sich ja heute Abend wieder aus. Und da muss ich einfach darauf achten, dass ich nicht mehr ins Minus reinkomme. Jetzt zieh doch mal bitte hier, was machst du denn? Ey, der ist schwer hier. Schwer und untermotorisiert. Typisch Italien. Ja, Italien, Thema Italien gibt es dann nochmal ein bisschen ein anderes. Wir haben momentan in Feligreischen Feldern, das ist bei Neapel, relativ weit unten im Stiefel, da wo auch die Pizza erfunden wurde, angeblich. Und wo ich, muss ich ehrlich sagen, die beste Pizza meines Lebens gegessen hatte, geht das Wasser zurück aus den Hafenbecken. Und das hat nichts mit dem globalen Klimawandel zu tun, sondern das ist, weil die Erdkruste sich über einen halben Meter gehoben hat
Und wir gucken, wir wollen Nizza. Jetzt machen wir mal Folgendes hier. Ich habe mir nämlich den adaptiven Geschwindigkeitsassistenten eingestellt. Wo war der denn? Ja, Geschwindigkeitsbegrenzer aktivieren. Hier unten war der irgendwo, ne? Traction, Anti-Blockiersystem, Simulation, Bremssystem. Wo bist du denn? Linke Abschaltung. Ah, hier. Das ist ein bisschen. Den machen wir mal auf 20 Meter. Ich glaube, das kann doch der MP3 schon, ne? Und das hat nichts mit dem Klimawandel zu tun, dass dort der Wasserspiegel zurückgeht, sondern die Erdkruste hebt sich an. Und unter Neapel ist im Grunde genommen ein Supervulkan. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, die Erdkruste dort ist 3 Kilometer stark. 3 Kilometer. Was für ein Innendruck an Gasen, also da gibt es riesige Magmafelder unten drunter. Dort entsteht momentan sehr viel Gas, das ist sehr aktiv. Was dort für ein Druck notwendig ist, um die Erdkruste um 1 Meter anzuheben. Das ist mehr als, glaube ich, irgendwann in den 90er Jahren, als schon mal eine starke Anhebung der Erdkruste war, die sich dann durch ein starkes Beben freigesetzt hatte. Und ja, die gehen momentan von einer sehr starken Aktivität aus. Da ein Supervulkan ausbricht, alter Schwede, ich glaube, dann war es das da unten mit Neapel. Und deswegen, nächste Mautstation, Daumen drücken, dass sich das vielleicht in dem Beben entspannt. Vertrauensvoll hier durchgefahren, weil dagegen können wir eh nichts tun. Du kannst keine Entlastungsbohrung oder sowas durchführen, dass du da das Gas abführst. Zumindest nicht meines Wissens. Und ja, die versuchen halt Frühwarnsysteme einzurichten, Evakuierungssysteme. Also eine Stadt wie Neapel, ich weiß nicht, wer von euch schon mal dort war. Ich war jetzt schon 2-3 Mal dort. Ich finde sie sehr chaotisch. Das dürfte sehr spannend werden, ob das alles so funktioniert. Gerade auch mit Italienern. Also ich finde es schon manchmal ein bisschen chaotisch. Total liebenswert. Schon ein bisschen, also gerade im Verkehr und so. Ein bisschen chaotisch. Ohne mich jetzt aufs Ross setzen zu wollen. Da unten passieren würde. Oh, herrlich hier. Blick aufs Mittelmeer. Schön. Ach, da wird mir irgendwie gerade anders, wenn man das mal so ein bisschen durchdenkt. Und die Nachricht ist neu. Ja, die ist mich jetzt erst heute erreicht. Ich habe das Ganze dann mal durchgelesen und recherchiert. Gibt auch einen Tagesschaubeitrag dazu. Das wird ein echtes Desaster, wenn das passiert. Ich glaube, sowas, da ist selbst vermutlich, wann war denn das, 2004, der Tsunami in Thailand. Ich denke, dass das in Neapel schlimmer werden würde. Kollege, Mann!
Tee einfach mal durch. Volvo zieht jetzt an uns vorbei. Ah, das da vorne. Gute Güte. Oder so. Durchschnittsverbrauch 31 Liter, aber wir sind auch hier in sehr bergigen Terrain unterwegs. Könnte schlimmer sein, würde ich mal so behaupten. Bummeln. Naja, wir sind schon bei 18,56. Es kann sein, dass wir uns kurz davor einen Parkplatz suchen müssen, weil ich darf nicht schon wieder überziehen. Marseille. Also hier auf keinen Fall. Hier wäre es wahrscheinlich, dass wir hier übernachten. Ja. Okay, das heißt, wir hätten eine Möglichkeit, hätte ich dort zu übernachten. Schon mal Gutes. Ja, ansonsten gibt es bei mir firmenentwicklungstechnisch nicht so viel zu erzählen. Und uns macht sie eine richtig breite Front an LKWs gerade auf. weil ich habe ja nur diesen LKW, den 1846er hier. Ich will mich jetzt mal ein bisschen auf den konzentrieren und auch die Telligen-Schaltung. Das macht das schon wieder ein bisschen anspruchsvoller und auch schöner zum Fahren. Schön nach unten geschoben, das kann auch sein. Aber wir haben ja eigentlich auch schon 21 Tonnen Fracht drauf. Also ich könnte knapp 25 Tonnen mitnehmen. Wir sind so bei 8,5 Tonnen, zwischen 8,1 und 8,5. Da streiten sich die Geister beim 46. 4x2 Zugmaschine, Krone-Auflieger hinten 6,8. Ich gehe mal von 8,5 aus, bist du bei 15,2 Tonnen. Und Moment, mal gucken, ob wir ein bisschen durchkommen. Lass mich rein. Sieht so ab, ich komme überhaupt nicht hinterher. Da wird er leichter sein.
Also so 24,8 Tonnen darf ich mitnehmen, knappe 25 Tonnen. Wobei ich aber auch im Eco-Modus drin bin. Also ich weiß nicht, inwiefern das jetzt hier, das ist eigentlich nur eine Getriebeschaltung, ob das auch einen Einfluss hier beim Spiel auf die Einspritzung hat, aber ich glaube, so tief simulieren die das gar nicht. Das hat eher vermutlich etwas mit Getriebeschaltstufen in der Automatik zu tun. Wir dürfen nur 90. Dann aus Zeitgründen würde ich das auch machen. Ich verbrauchstechnisch sehr, sehr gerne immer 80. Ich muss ein bisschen Zeit gut machen. Wir sind schon auf 19.04 Uhr. Haben jetzt aber auch nur noch 180 Kilometer. Bis spätestens morgen 12.43 Uhr muss es da sein. Ich hatte eigentlich deutsche Frachthäfen, also DFH Nürnberg, den haben wohl versprochen Mittwochabend. Oder wir ziehen heute die zweite Zehner. Eine habe ich ja noch. Ne? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was mit Montag war. Montag sind wir eh später losgefahren. Am Montag habe ich eine 9er gezogen. 9er, Dienstag 10er, dann machen wir heute, damit wir es schaffen, also damit ich einen guten Eindruck auch hinterlasse, machen wir die zweite 10er. Dann darf ich von 8 Uhr bis 19.30 fahren, 8.30 Uhr. Ach, nee, was habe ich denn gesagt? Von 9 Uhr. 19 Uhr ist auch knapp. Wir müssen gucken, vielleicht also momentan befestigt sich die Ankunftszeit ein Stück weit, vielleicht kann man so durch die 90 ein bisschen runterdrehen. Der Block ist gut am Arbeiten. Ich würde schon sagen, schon wieder eine Mautstation. Es ist schon wieder eine Mautstation. Die ist immer ganz schön hin und wieder. Wie vielleicht ein Dirk vormachen sollen, das ist noch weniger, das ist jetzt bei minus 348. Gut, dass er mir den Dispo nicht gekürzt hat. Glaubhaft hier gegeben, muss ich ehrlich sagen, ist glaubhaft. Ja, das ist 19 Uhr Ankunftszeit, ist wahrscheinlich schon, das ist schon mit den 90 berechnet. Da werden wir nichts mehr rausholen, aber dann muss ich heute die noch verbleibende 10er ziehen. Rechts halten, okay. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Die Ausfahrt rechts. Immer geradeaus. Oder? Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen.
Straße runter ans Meer. Schon mal mit dem Womo durch Marseille gefahren. Geht. Ist nicht unbedingt spaßig, aber weil viel Verkehr ist, weil es lange dauert, aber ansonsten geht's. Neapel, das. Da musst du so laminar mitschwimmen und durchgleiten. Aber ich mag das, also ich habe da auch kein Problem mit. Also ein bisschen anpassen, anfangen ein bisschen umsichtiger fahren und dann stellst du dich auf diesen Fahrstil eigentlich automatisch ein. Du musst ja auch hin und wieder mal die Vorfahrt erzwingen, das erkennt man dann schon in der Verkehrssituation, finde ich. Ja, 19:12 Uhr. Mehr Zeit. Ich hoffe, ich schaffe das auch mit der zweiten Szene. Es muss einfach funktionieren. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Immer geradeaus. Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Kilometer haben wir noch bis zum Ziel. Uhr Ankunftszeit. Wird spannend. Wird spannend. Würden wir bei 2,6 auf jeden Fall mit 2,3 ungefähr, ja 2,280 Euro wieder ein Plus sein. Ist gut. Muss man langsam hier mal rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Mal in den positiven Bereich reinkommen. Verkehr, zweite Ausfahrt nehmen. So, gerade durch dann also. Nimm diese Ausfahrt. Schönes Industriegebiet hier. Muss man schon sagen. Ach, und dann schlafe ich auch deutlich besser heute Nacht. Wenn wir im Plus sind, also ich schlafe jetzt auch nicht, weil ich unbedingt schlecht, aber ich werde noch mal besser schlafen und mich einfach viel entspannter fühlen, wenn ich weiß, okay. Nimm diese Ausfahrt.
Du hast das Geld auf dem Konto und morgen lässt sich auch die Bank in Ruhe. Und muss nicht über den Verfügungsrahmen irgendwie nachdenken, klappt das jetzt noch mit dem Bezahlen, klappt das nicht, sondern du weißt halt, das Geld ist da und kannst das, was du brauchst, in dem Rahmen auch bezahlen. Und das ist einfach entspannt, ja, entspannter. Dass du dir auch selber beweist, dass das Geschäft läuft und du es auch zum Laufen bringen und natürlich halten kannst. So, wir sind jetzt hier im großen Hafen von Marseille. Wo liegen wir hier mit Diesel? Ach, gute Entscheidung. Für 1,65 habe ich vollgetankt pro Liter. 2,15 Euro hier. Wahnsinn. Also da war es wirklich eine gute Entscheidung, da oben Norditalien noch zu tanken. Weil hier ist schon eine ganz andere Hausnummer. So, schon eine ganz schöne Steigung hier. Eben kaum noch Geschwindigkeit gerade aufgebaut. Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Man versteht das nicht. Immer. Habt ihr da oben im Kopf auch was drinnen? Gute Güte. Zuerst halten sie an, geben dir damit quasi das Zeichen, fahre. Und dann, wenn du nahe dran bist, fahren sie zu. Da fällt mir nichts weiter ein als... aus. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Also entweder waren wir hier schon mal unten damals, oder es erinnert mich irgendwie auch an Barcelona. Barcelona, wo das so ähnlich, glaube ich, ist. Also das Promots Barcelona. So, hier müsste es doch sein, oder? Mir bei Winnet. Dahinter. Das ist doch so. Wir haben es 19:20. Ja. Wir sind fertig. Buena Sierra. From the Deutsche Frachthäfen Nürnberg, Wood Plates. Ja. Yeah. Okay, thank you. Ich dachte, der letzte wär's. Wunderbar, dann lassen die mich, laden die mich noch ab heute. Das ist doch super. Kann ich auch schön wenden. Nicht so viel los. Da hinten steht nur einer. Da dahinter wird das letzte Frachttürchen soll es sein. Wunderbar. Stelle ich mich denn heute Nacht hier im Industriegebiet irgendwie hier daneben und dann passt das schon. Okay.
So, dann blinken wir rein. Das ist ja super, wenn das jetzt hier und heute noch klappt. Dann bin ich zum Morgen leer. Muss dann zwar gucken, wie wir dann weiterkommen. Ein bisschen gerade ziehen. Langsam. So, dann mache ich noch mal kurz die Türen auf. Und drücken dann gerade ran. Wunderbar. Dann können wir eigentlich vorne gehen und anpassen, dran setzen. Gut, Bremse raus. Das war's schon. Lämpchen aus, dann Lenker aus, Bremse ist drinne, wunderbar. Wir sind auf neutral. Ach jo. So Freunde, reicht für heute. Die dürfen dann mal abladen. Und dann suche ich mir hier im Industriegebiet einen kleinen Stellplatz, aber an der Stelle sage ich schon mal, bei mir reicht es jetzt auch. Tschüss, bis zum nächsten Video. Und ihr wisst, Support ist kein Mord. Däumchen ist ein Träumchen. Kommentiert fleißig. Manche schreiben mich auch per WhatsApp an. Also würde ich mir wünschen, dass manche Kommentare lieber in der Kommentarspalte stehen, weil das feuert den YouTube-Algorithmus etwas an. Und natürlich kann man auch über WhatsApp weiter Kontakt halten, aber so normale Kommentare zum Video einfach unten rein. Das ist mir das Liebste, da habe ich es auch gesammelt. Ja, dann habt eine schöne Zeit noch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Tom. Ciao.